Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht von diesem wundervollen EasyMax LED-Schild. Naja, LED-Schild. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Ding hieß, ist auch egal. Und hatte natürlich keine Batterien am Start, weil dieses Teil braucht einfach mal auf die Schnelle. Es ist also mega sparsam und LED und es braucht einfach mal 6 Batterien. Verdammte Scheiße. Hatte ich natürlich nicht am Start, war klar. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob das Ding auch funktioniert. Bam. Oh Gott. Machen wir die Batterien einfach mal im Liegen rein. Was soll das? Ich hatte auch, das sind jetzt 3. Oh, was ist denn heute los? 4, 5, 6, okay. Gleiches Spiel. Jetzt aber mal, dass es auch klappt. Ich bin heute ein bisschen hibbelig, weiß auch nicht wieso. Schon ein bisschen viel Kaffee zu mir genommen. Zack. 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 So, jetzt bitte drin bleiben. Dankeschön. So. So sieht das gute Stück aus. Dann kann man hier den On- und Off-Schalter betätigen an der Seite. Oh. Na, ich weiß ja nicht. Es wäre geil, wenn das hier oben nicht so nah dran liegen würde. Wäre das ganz cool. Also so in etwa, so im Liegen wäre ganz nice, aber so finde ich das ganz schön gay. Nicht, dass ich was gegen gay habe, aber dies müsste man vielleicht mal aufmachen und dann nochmal na, vielleicht hinten dran kleben, weil dann würde es vielleicht ein bisschen besser aussehen. Dann kann man halt einfach, yes baby, yes baby, yes baby. Ein Gesicht drauf malen. Ich kann nicht malen, wie man sieht, aber ist nicht schlimm. Und hat auch gleichzeitig bei dem Schiff noch einen Schwamm dabei. Oder man kann seine Termine da drauf schreiben. Oder. Wie gesagt, jetzt habt ihr das Teil mal gesehen. Endlich habe ich Batterien gefunden. Ich werde euch das Ding auf jeden Fall verlinken. Für manche ist das Video hilfreich, für andere wiederum nicht. Hab das relativ günstig gekauft. Bei Netto, da war es im mega super Sonderangebot von 14,99 € auf 2,99 € oder so. Dafür habe ich mir gedacht, dann nehme ich es mal mit. Wie gesagt, ich werde euch das Video auf jeden Fall verlinken. Das Video, Quatsch, das Teil auf jeden Fall verlinken. Wenn ihr Bock habt, lasst mir ein Like da, einen Kommentar da. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann halt Daumen runter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.